Hallo Freunde, willkommen zurück zu Deus Ex. Wir haben in der letzten Episode ein bisschen, naja, Pfadfinder gespielt. Wir haben viele Pfade gefunden. Jetzt schauen wir uns mal das PDA an und dann sollten wir uns demnächst von dem Stockwerk verabschieden. Was haben wir denn da? Dies ist eine automatisch generierte Nachricht des Hiron-5-Kerns der Panchaya Tiefseeinstallation. Wir haben Ihre Bitte um Zugangscode für Blub erhalten. Der neue Benutzername lautet Marilyn. Passwort lautet YYYYYYYY. Okay. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätte. Alles klar. Dieser Hiron 5 Kern zitiert hier unten ganz eigenartige Sachen. Von wegen frei wie ein Segel im Wind und so ein Zeug. Was haben wir da? Anfrage, irgendwas? Dann haben wir hier. Okay, die kam vorher. Wenn ich ein Vöglein wäre und zwei Flügel hätte. Frei wie ein Segel im Wind. Das könnte ein Gedicht sein. Ich frage mich, ob das komplett wird, wenn wir da sämtliche Nachrichten in der richtigen Reihenfolge aneinander halten. Und ob da am Ende eventuell sogar ein tieferer Sinn drin steckt. Könnte auch nur einfach ein Easter Egg sein in dem Spiel, je nachdem, wer sich das ausgedacht hat und was der sonst noch so getrieben hat. Hat auf jeden Fall Potenzial. Wir sollten mal gucken, ob ich weitere Nachrichten finde. Der Versuch war gut, aber die Arme waren zu kurz. So, wie sieht denn das da oben aus? Da kommen wir hoch. Na. Das brauchen wir nicht unbedingt. Gut, wir machen uns einfach mal auf die Socken hier, was die Treppen angeht. Ach, das seid ihr. Hatte ich euch nicht schon alle niedergemacht? Irgendwie habe ich sowas im Gedächtnis, oder? Gute Nacht. Oh Leute, kommt doch alle einzeln. Na, dann bleibt hier nur noch der eine übrig. Na gut. Energiemäßig sieht es gerade nicht so prall aus, aber wir müssten zurechtkommen. Der Druide da unten scheint nicht sonderlich gut auf uns zu sprechen zu sein. Er ist jedenfalls nicht grün. Der hat uns entdeckt. Ich fürchte, der rennt gleich in den Druiden rein. Naja, wir wollen erstmal hier auf die rechte Seite. Und ja, ich will hier auf jeden Fall mal die Sackgasse angucken, bevor wir da hinten langlaufen. Das heißt, wir haben hier hinten ein bisschen was zu hacken. Ich warte nur noch gerade, bis der Druide vielleicht mit unserem neuen Freund hier beschäftigt ist. Oder auch nicht. Meh. Wie umgehen wir den am besten? Ah, ba, 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 ba. Okay, ich habe die Befürchtung, den müssen wir kaputt machen. Wenn wir Ruhe wollen. Schauen wir erstmal die Sackgasse entlang. Mit ein bisschen Glück. Hat er vergessen, dass wir da sind? Das klingt nach einem großen Barbecue. Irgendwo hier unten. Jep, Druide hat vergessen, dass wir da waren. Das ist erstmal gut. Dann müssten wir nur noch ein bisschen weitersuchen. Die Frage ist, wie schnell können wir das Ding hacken?
So ein Ding habe ich eigentlich noch nie bekämpft. Wenn die Großen zwei Raketen brauchen, wer weiß, ob der vielleicht eine braucht, hilft nur nicht, weil wir keine haben. Und die Frage wäre dann, wie viel von was stecken die Dinger ein? Lasst mal kurz gucken. Ich müsste doch noch irgendwo. Jawohl. Wir probieren mal, so ein Ding kaputt zu machen. Habe ich noch nie probiert und Versuch macht klug. Na, Spitze. Jensen, du konntest früher mal weiterwerfen. Was zum Geier? Ach nein, Moment, das verwechsel ich gerade mit Sam Fischer. Ach, verflixt. Okay, Jensen hat keinen echt guten Wurfarm. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht relativ schnell gehackt kriegen. Wir müssen eigentlich nur da hoch. Davon haben wir noch jede Menge. Zugriff gewährt. Hey, Plasmagewehr. Hohoho. Oh mein Gott, hab ich ein schlechtes Gefühl. Oh, das wird so hässlich, wenn wir so viel Munition kriegen. Du solltest eigentlich nicht bis hierher kommen. Ach du Schande, so viel Munition für so ein Gewehr? Na gut, dann geht halt eben die Welt unter, was soll's? Wer will schon ewig leben? Ohren haben die Dinger auch. Wie fies wird's denn noch? Aber Tarnung und gleichzeitig lautlos laufen einzuschalten, ist vielleicht ein bisschen Overkill für unsere Batterie. Alles tutti. Ich wollte eigentlich nur noch ein bisschen warten, bis ich wieder volle Energie habe und dann machen wir uns auf die Reise. Hier die einzelnen Garagen mal angucken. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl. Vielleicht sollten wir vorher noch mal hier runter gucken. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Wobei, ich glaube, wir haben auch alles, was wir brauchen, um weiterzukommen. Ach, was soll's. Oh je. Yeah. Diese ganzen Lagerräume sind nur dazu da, uns vorzubereiten, fürchte ich. Wow. So. Na dann, gute Nacht. So, hier müsste die nächste Kiste sein. Schrotmunition, Credits. Gut, die Credits sind jetzt wirklich nicht mehr wichtig. Naja, so viel mal dazu. Dann müssten wir hier so ziemlich alles haben. Wie gesagt, nach unten. Ich weiß nicht, es wäre möglich, dass wir danach sowieso noch hin müssen. Ich meine, irgendwie müssen wir von Pachaya wieder runter. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier weiter. Ist da jemand? Hören Sie mich? Bei mir sind Überlebende. Wir haben uns in einen Maschinenraum eingeschlossen. Bitte helfen Sie uns. Seraph? Klang auf jeden Fall nach ihm. Okay. Und dieser Aufzug könnte hier runterführen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Maschinenraum. Gut, das könnte da unten sein. Wir probieren es einfach mal. Nicht, dass wir am Ende irgendwie
Ja, Zareth zurücklassen, weil wir jetzt die Mission abschließen oder so. Wäre natürlich interessant, dass es verschiedene Endings gibt bei dem Spiel, je nachdem, welche Leute man rettet oder eben nicht. Dann versuchen wir wenigstens Zareth zu retten. Ich mag ihn zwar nicht besonders, aber wir konnten unsere Farida schon nicht retten. Also gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und irgendwie, ich wollte sowieso noch nach unten. Passt also schon. Wenn wir das mit dem Aufzug machen können, warum nicht? So viel mal dazu. Da oben liegt nichts. Ihr seid nicht auf meinem Radar zu sehen. Heißt das, ihr seid keine Gefahr? Seid ihr einfach nur hier rein animiert? Das Spiel will sehen, ob ich alles sprenge. Naja. Da kommen zwei. Die kriegen wir auch. Wa-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So nah hatte ich nicht gedacht, dass du bist. Das ist fies, wenn die auf dem Radar nicht angezeigt werden. Na gut, so viel mal zu den Typen. Da hinten könnten wir durchkrabbeln. Das ist wahrscheinlich für den Schleichansatz, wenn wir die hier alle umgehen wollen. So, das hier sieht ein bisschen nach Bunker aus, aber so wie es aussieht, müssen wir über die Treppe hoch da hinten hin. Ach Gott, da gibt es gar keine... Moment. Da kommt man nur über die Treppe von oben drüber, da gibt es gar keine Verbindung. Das heißt, wir mussten hier runter, um den Teil hier zu sehen. Ich verstehe irgendwie... Ah ja. So viel mal dazu. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Wenn wir mal nach unten gucken, wir kommen eigentlich überall, von überall aus hierher. Ich schätze, hier drin haben wir dann Zareth. Den Raum angucken möchte ich auf jeden Fall machen. Und die beiden möchte ich auch mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Und wir kommen von hier drüben aus nicht mehr hierher zurück. Ohne jedenfalls um das durch das untere Stockwerk zu laufen. Also gucken wir uns erstmal die Räume hier oben an. Riegel sind super. PDA gucken wir gleich mal. Anfrage 212. 10, 11, 12. Also nach dem Segel im Wind kommt sein bestes Pferd, hat keine Zügel. Wir haben wieder Benutzernamen und Passwort. Ich glaube, so viele werden wir kaum brauchen, aber immerhin. Sein bestes Pferd hat keine Zügel. Das beste Pferd im Stall, das wird genutzt für... ja... außerordentlich gute Mitarbeiter zum Beispiel. Keine Zügel. Effektiv keine Kontrolle. Wenn das so eine KI ist, wie ich vermute, dann ist die quasi zügellos. Könnte das bedeuten. Ungefähr. Na gut, wir schauen erstmal den Raum da hinten an. Was haben wir denn da? Nope. Stell dich nicht so an, Jensen. Da hast du in letzter Zeit schon Schlimmeres gemacht.
Wow! Leute, erschreckt mich doch nicht so. Was zum Geier? Okay, es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass solche die Türen selbst aufmachen. Ventilation Shaft. Ja, wenn es nicht draufstehen würde. Naja gut, es ist halt kein Windkanal. Aber gut zu wissen, da hätte man eventuell eine Fluchtmöglichkeit, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich bin mal gespannt. Okay, dann geht's mal nach unten. Möglicherweise Zareth finden. Jensen, rein da. Na also, geht doch. Wo sind wir denn? Ah, okay, so kommen wir wahrscheinlich durch den Lüftungsschacht in den Raum. Hat auch viel Schönes. Das habe ich mir gedacht. Oh. Hi. Adam. Oh, zum Glück sind Sie gekommen. Hier sind Verletzte. Wir müssen sie rausschaffen. Wir können noch niemanden rausschaffen. Nicht bevor ich im unteren Teil der Station Darrows Übertragung abgeschaltet habe. Was? Warum? Das Chaos, das hier herrscht, es ist überall. Die Illuminaten haben einen Biochip entwickelt, der die Menschen daran hindert, optimierte Fähigkeiten einzusetzen. Und Darrow hat daraus einen Killswitch gemacht. Ah, mein Gott, you. Wir müssen das in Ordnung bringen, Adam. Wenn den Menschen klar wird, was passiert ist, wenn sie glauben, dass die Augmentierungstechnologie an allem schuld ist, dann verbieten sie die Humanoptimierungsforschung für immer. Und das wäre natürlich ganz schrecklich. Ja, das wäre es. Sehen Sie nicht, was hier auf dem Spiel steht? Seit der Mensch aus dem Meer gekrochen ist, wollte er immer mehr sein, als er ist. Die Augmentierungstechnologie ist nur der letzte Schritt auf einem sehr langen Weg. Dabei haben wir ihr Potenzial bestenfalls gerade angekratzt. Wir dürfen nicht aus Angst damit aufhören. Das ist Ihre Überzeugung, Seraph. Und die teilen nicht alle. Sie aber schon, Adam. Das weiß ich. Ich nicht. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich etwas bewirken. Wir können das Leben aller Menschen verbessern, aber nur, wenn wir jetzt eingreifen. Ich höre. Wir müssen eine Nachricht verbreiten, nachdem Sie Hughes Signal abgeschaltet haben. Sagen Sie der Welt, dass die Humanitätsfront dafür verantwortlich ist, dass Ihre Ärzte ein Virus entwickelt haben, das nur Augmentierte befällt. Ich soll also lügen. Dadurch gewinnen wir Zeit. Wir können einen Weg finden, die Biochips der Illuminaten zu zerstören und danach weitermachen. Und was ist mit denen, die jetzt leiden müssen? Verdienen die nicht etwa die Wahrheit? Ach, Adam. Wenn wir die Freiheit wollen, mehr zu werden, als wir sind, dürfen wir uns nicht von fehlgeleiteter Moral blenden lassen. Einige bleiben immer auf der Strecke. So ist nun mal die Realität. Das ist Evolution. Sicher. Evolution auf Basis meiner DNA. Bitte, Adam, Sie müssen jetzt zu mir halten. Ich denke darüber nach. Oh Mann, okay, das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir Partei ergreifen müssen. Entweder wir helfen Seraph, diese ganze Show hier weiterzumachen und alle zu belügen, oder wir helfen Taggart. Glücklich bin ich mit keiner Lösung. Oh Mann. So eine Menge Mist. Das Zeug können wir nicht gebrauchen. Immerhin. Die Leute bei Seraph heulen nicht. Die bei Taggart? Naja, ihr habt den einen ja gesehen. Ich habe ein Sicherheitsproblem, Leute. Hank, das gibt Applaus. Super. Ach so, das ist das mit dem Luftschacht. Von hier kommt das. Wow. Hey Gary, Mika hat mich eben angemeldet. Die Jungs machen sich offenbar Sorgen wegen der Abluftventile. Mit Recht, immerhin sitzen wir hier mitten im arktischen Ozean. Ich denke, ein Wartungsteam geht okay. Kannst du es diese Woche einrichten? Hyron kann regeln. Sicherheits,
Protokolle. Hyron-Kern. Okay. Öffnen Sie die Tür von Port 1 mit Sicherheitshub A. Nähern Sie sich manuell. Visuelle manuelle Inspektion des Equipments. Überprüfen Sie den Stand der Kühlflüssigkeit. Überprüfen Sie die Anschlussringe der Nährstoffleitungen und Lebenserhaltungssysteme. Überprüfen Sie Korpus, Klappen und Icarus-Plattform auf Risse. Vergewissen Sie sich, dass die Transistor-Anschlussmuffen arretiert und dicht sind. Visuelle manuelle Inspektion der Drohne. Notieren Sie die Farbe von Fleisch, Gesicht, Händen und sichtbaren Hautpartien. Prüfen Sie manuell den Puls an Hals oder Handgelenk. Gesicht und Hände. Drohne. Ach nee, Leute, das ist jetzt nicht wahr. Ihr habt nicht aus unfreiwilligen Opfern ferngesteuerte Drohnen gemacht, um hier das Zeug zu warten. Wenn das wahr ist. Dann würde ich sagen, gewinnt Taggart. Ja, Hammer's dann. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Ach, beruhigt euch. Die Explosionen sind da draußen, nicht hier drin. Okay. Ich glaube, das war's mit Minen. Na, sind hier nur zwei Stück hochgegangen. Oh, PDA, das hätte ich fast übersehen. Oh. Na gut. Ihr habt gesagt, nicht tödlich. Moment mal. Dieser Sicherheitswachmann ist von Seraph. Der ist verrückt geworden. Oder? Ach nee, Moment, der lag hier. Das war einfach nur ein Opfer von vorher. Aber Seraph ist nicht verrückt geworden. Der ist ja augmentiert. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Energie ich insgesamt habe. Könnte eng werden. Na, das geht noch. Okay, hier gibt es eine Menge Minen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Seraph-Sicherheitsmann. Und der ist verrückt geworden. Warum ist Seraph nicht verrückt? Das heißt für mich, der gehört zu den Illuminaten. Und ist immun gegen das Signal. Oder er hat einfach nicht diesen Biochip. Aber warum sollten die Sicherheitsleute von Seraph dann den Biochip haben? Ich bin ein bisschen verwirrt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, Seraph steckt auf jeden Fall mit drin. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht doch noch in die Luft sprengen hier. Weil wir irgendwelche Minen übersehen. Man, bisher haben sich die Minen nur bemerkbar gemacht durch Explosionen. Ich habe sie weder piepsen hören, noch habe ich sie blinken sehen. Ich habe gerade eine ganz blöde Idee. Eine Sache, die ich schon mal ausprobieren wollte. Yay! Das ist mal Kegeln. Meine Herren. Die Frage ist, ist es eine gute Idee, sich sowas mitzunehmen? Ich meine, hier schießt natürlich keiner und so, aber bei Bosskämpfen? Man muss nur ein bisschen vorsichtig damit sein, dann müsste das eigentlich gehen. Na, wir nehmen es einfach mal eine Weile mit. Was kann denn schlimmstenfalls schon schief gehen? Außer, dass wir uns vielleicht selbst sprengen. Ja. Und sonst so. Ich glaube, das könnte lustig werden.
oder fatal. Eins von beidem. Wobei fatal unter Umständen auch lustig sein kann. Auf jeden Fall sind wir damit schneller unterwegs als mit unserem R2-Kumpel von den letzten Versuchen. Oh Mann. Na, immerhin, das hätten wir geschafft. Ah, okay. Ich dachte, da liegen Sturmschilder oder sowas. Das wäre natürlich auch was gewesen. Oh, Moment, da fällt mir gerade was ein. Wenn wir hier runter können, gibt es hier vielleicht einen Lüftungsschacht. Na, oder auch nicht. Naja, kann ja nicht überall einen Lüftungsschacht auf uns warten. Wobei, das sieht schon arg verdächtig aus, wenn man da nicht rein kann, da aber eine, so ein Raum ist. Dann riecht es irgendwie nach Geheimgang. Okay, das sieht für mich aus nach letzte Chance zum Aufmunitionieren. Nimm's mit. Und da oben blinken jede Menge Sachen. Auch wenn wir eine Mine überleben würden. Ich glaube, wenn wir das Fass gerade umarmen. Control Tower, diese Richtung. Das Blinken kommt von den Lampen. Und da drin haben wir eine Menge Gas. Okay. Ich würde sagen, wir riskieren's. Da ist eine ganze Menge Gas drin. Und ja, Lüftungsschacht, klare Sache mit aller möglichen Sachen. Okay. Lüftungsschacht, der kommt von der Seite, aber es kann gut sein, dass sich hier um den Raum rumgeht. Ich würde wirklich gerne da rein. Das Problem ist. Okay, es könnte natürlich auch sein, dass dieser Raum von der anderen Seite hier verfügbar ist. Ach, egal. Wir gucken einfach mal weiter. Wie wichtig kann dieses Zimmer schon sein? Wow. So, da hätten wir schon das. Super. So, Credit Chip, klare Sache. Granaten und Munition, wir sind schon wieder dabei. Oh, das gefällt mir gar nicht. R. Simmons. Okay, wir haben Passwörter und Zeug ohne Ende, aber irgendwie passt's nie. Das Passwort. Das nehmen wir mal so mit. Das müsste hinhauen. Zugriffsgewehr. Jawohl. So, die Geschütze. Oh, wenn ich die jetzt auf Gegner schalte, wird's hässlich. Ach du Schande. Na gut. Aber besser als selber jetzt da durchlaufen. Gut, Kameras lassen wir erstmal aus. Die Dinger würden mich auch reizen, aber. Die kriege ich so nicht durch den Lüftungsschacht gezerrt. Da müsste ich sie. Nee, die lassen wir mal da. Wir haben da draußen ein richtig schönes rotes Fass. Da können wir bei Gelegenheit ein Fass aufmachen. Bleib da mal kurz stehen. Wo zum Geier sind die Geschütze? Ich meine, die haben ganz offensichtlich auf den Bereich hier geschossen.
Die waren ja gerade eben noch alle am Leben. Uiuiui. Hahaha, sagte Jensen. Explosiv. Oh, Moment mal. Ihr hattet immer recht lustiges Zeug dabei. Oder auch nicht. Na gut, so viel mal dazu. Das ist wahrscheinlich dazu gedacht zum Vorbeischleichen, wenn man dieses Gas nicht hat. Also die Gasresistenz. Dass man hier eine Möglichkeit hat, sich irgendwie vorbeizuschummeln. Ich sehe nicht mal die Selbstschussanlagen. Das ist echt fies. Na gut, wir sind vorbeigekommen. Das ist erstmal wichtig. Dann würde ich sagen, der Aufzug wird dann fast alles entscheiden, oder? Jensen, mach mich nicht unglücklich. Hahaha, okay. Die Dinger sind nicht so explosiv, wie ich befürchtet hatte. Alles gut. So, bevor wir jetzt eigentlich in den Aufzug steigen, würde ich sagen, wir machen noch mal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann gehen wir hier nach unten und mal sehen, wie hart es wird. Vielleicht beenden wir das Spiel bald. Drückt die Daumen. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.